Hallo und willkommen bei Galileo Kids. Mit Vince und seinem außerirdischen Freund Cosmo. Im gestrandeten Raumschiff wird jetzt gebastelt. Wie entsteht ein Fahrrad komplett aus Pappe? Warum klebt eigentlich Kleber? Und wie ihr diese explosive Schlange bauen könnt? Das alles in intergalaktischer Bastelspaß. Ist da der intergalaktische Pannendienst? Ich bin hier immer noch auf der Erde abgestürzt und gestrandet. Wann kommt ihr denn endlich vorbei? Ja, das können wir leider jetzt nicht sagen. Es gab einen Stellwerkschaden im Orionnebel. Daher verzögert sich unser Weiterflug auf unbestimmte Zeit. Oh Mann, das wird ewig dauern, bis das hier alles wieder repariert ist. Wenn es überhaupt repariert werden kann. Ach Cosmo, das tut mir wirklich leid. Ich kann dir auch leider nicht helfen, das Raumschiff zu reparieren. Aber ich habe eine kleine Überraschung für dich. Guck mal. Zum Trost habe ich dir ein Raumschiff gebastelt. Wow, das ist ja cool. Und das hast du selbst was? Gebastelt, sagen wir dazu. Das ist eigentlich, wenn man aus verschiedenen Materialien einfach neue Dinge zusammenbaut. Wieso macht ihr das? Naja, weil es Spaß macht. Guck, also du brauchst eigentlich für so ein Raumschiff nur zwei bunte Pappteller, eine Pappschale. So, dann brauchen wir ein bisschen Draht und ein paar bunte Perlen. Guck mal, mehr ist es gar nicht. Hast du Lust? Ja, klar. Aber ich weiß nicht, ob ich das so gut kann. Na klar kannst du das, Cosmo. Ich bin mir wirklich sicher und ich kann dir auch ein bisschen helfen. Und während wir basteln, gucken wir uns einen Menschen an, der wirklich tolle Sachen aus Pappe macht. Hast du Lust? Ja, klar. Ja? Computer? Was kann ich für dich tun, Vince? Zeig uns doch bitte den Film über den Pappkünstler. Film wird gestartet. Eine Papierschreibmaschine. Zwei Pappgitarren, sogar eine ganze Stadt. Alles selbst gebastelt. In Italien lebt der Mann, der so toll basteln kann. Heute will er ein Fahrrad aus Pappe bauen. Und wir dürfen mit rein in seine Werkstatt. Er heißt Chris Gilmer. Hört sich Englisch an? Ist es auch. Denn Chris ist in England geboren. Jetzt lebt er aber in Italien. Chris braucht immer eine Vorlage. Dafür nimmt er sein altes Rad her und zeichnet jedes einzelne Element ab. Aus dem Kopf drauf losbasteln funktioniert nicht bei so einem großen Teil. Chris kann wirklich toll malen. Das Rad soll später aus Pappe sein. Und die bekommt Chris nur an einem einzigen Tag in der Woche, nämlich Dienstagabend. Nur dann haben die Geschäfte ihre alten Kartons rausgestellt. Eine wahre Fundgrube. Chris braucht jede Menge Pappkartons in allen Stärken und Größen. Die sind gut, die nicht so sehr. Das nehme ich jetzt mit. Ah, dann kann es ja endlich losgehen. Da steckt keine Wundertechnik dahinter. Klar, man könnte jetzt Computer benutzen und alles mit Lasercuttern ausschneiden. Aber meine Werkzeuge sind ganz einfach. Ein Messer und Kleber. Gut, das klingt erstmal machbar. Aber natürlich hat Chris echt was drauf. Er hat Bildhauerei gelernt und kann aus Stein Statuen meißeln. Er ist also mega Bastelprofi. Früher hat er sich immer ein Pappmodell als Vorlage gebaut, bevor er mit dem Stein angefangen hat. Aber im Laufe der Zeit ist er komplett bei der Pappe geblieben. Ich glaube, jeder hat schon mal als Kind mit Pappe gebastelt. Ich habe einfach weitergemacht. Bis zur nächsten Stufe. Und die nächste Stufe bedeutet, alles haargenau auszuschneiden. Das Zahnrad aus Pappe muss genauso viele Zähne haben wie das echte Rad. Das kann dauern. Nach knapp 2 Stunden ist er mit dem ersten Teil fertig. So wie es aussieht, kann sich das Bastelprojekt Fahrrad noch so etwas in die Länge ziehen. Eilig scheint es Chris jedenfalls nicht zu haben. Rudeln ist nicht. Eine Fahrradkette besteht aus einzelnen Kettengliedern, die er Stück für Stück aneinander klebt.
schon sehr, sehr ordentlich. Drei Wochen später besuchen wir ihn wieder. Und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Nach dem Kettenblatt sind nun auch die Pedale fertig. Und die Räder. Mit allen Speichen natürlich. Fehlt noch der Rahmen des Fahrrads. Und hier verrät uns Chris zwei Basteltricks. Für ein rundes Rohr, ohne blöde Knicke, ritzt er den Karton mit einem Bleistift an. In vielen kleinen Abständen. Der lässt sich dann viel besser rollen. Damit es beim Zusammenkleben der Rolle nicht zu dick und wulstig wird wie bei einer Fleischroulade, trennt Chris die Pappe mit einem Bleistift auf. Die untere Hälfte schneidet er weg. So ist die Pappe nur noch halb so dick. Die Klebestelle sieht dann schön flach aus. Und das Rohr super rund. Aber darauf musste Chris auch erstmal kommen. Manche Teile habe ich 20 Mal gebaut, bis alles vernünftig zusammenpasste. Das Gute ist, es ist halt Pappe. Ein Material, das mich nichts kostet. Dann sind endlich alle Teile des Fahrrads fertig. Jetzt muss nur noch alles zusammenpassen. 4 Wochen lang hat Chris Gilmer jetzt an seiner neuesten Pappkreation gesessen. Aus. Oh, es ist zwar unfahrbar, aber sieht doch täuschend echt aus. Wir sind gespannt, was er als nächstes vorhat. So, fertig. Wow, ja, mega gut. Ja, aber es kommt noch mehr. Hey, nicht schauen! Das soll doch eine Überraschung für dich werden. Ich bin so neugierig. Du, Vince? Ja? Was ist das hier eigentlich? Das da? Ja, was ist das für komisches Zeug? Sowas haben wir auf meinem Planeten überhaupt nicht. Und warum kann es alles so gut zusammenhalten? Das ist Kleber. Und weißt du was? Ich kann dir sogar zeigen, wie der genau funktioniert und wer ihn erfunden hat. Lust auf ein Video? Na sicher, ja? Das klingt total spannend. Na siehste. Computer, zeig doch Cosmo und mir bitte einmal den Film über den Kleber. Kein Problem, Vince. Okay, dann erklären wir mal, wie wir Menschen auf die Superkraft Klebstoff gekommen sind. Und lüften dabei ein paar Geheimnisse, die bestimmt nicht jeder kennt. Schon immer hatten Menschen etwas zu kleben. Und dann auch eine Idee, wie das klappen könnte. Vor 45.000 Jahren reparierten unsere Vorfahren, die Neandertaler, ihre Speere mit Baumharz. Das ist von Natur aus sehr klebrig. Vor 2000 Jahren kochten dann die Römer alte Fischabfälle zu einer klebrigen Masse. Sehr beliebt, roch aber nicht so gut. Erst 1932 entdeckte der Apotheker August Fischer, dass man gar kein Baumharz oder Fisch braucht. Eine Mischung aus Kunststoff und Lösemittel klebt auch hervorragend, lässt sich in viel größeren Mengen herstellen und riecht nicht mehr nach totem Fisch. Revolutionär und sofort ein Renner. Und seitdem gibt es viele unterschiedliche Kleber. Aber wir müssen unbedingt noch klären, warum der Kleber eigentlich klebt. Die Kleber-Glibbermasse wird klebrig, wenn sie draußen frische Luft schnuppert. Hä? Schauen wir mal in den Kleber. Dieser durchsichtige Brei besteht aus vielen mini-kleinen Teilchen. In der Tube bewegen sie sich ganz munter. Aber kommen sie raus aus der Tube, verdampfen einige Teilchen. Alle anderen halten jetzt dichter zusammen und bewegen sich nicht mehr. Alles erstarrt. Ja, das merken wir auch. Der Kleber wird draußen fester und fester. Und hält so die Papiere fest zusammen, die man mit Kleber beschmiert hat. Kleber klebt also, sobald er an die Luft kommt. Moment mal.
Wie machen die das dann in der Klebstofffabrik? Wie kriegen sie die Rohmasse in die Tube, ohne dass da Luft drankommt? Indem sie superschnelle Abfüllmaschinen haben. Der Klebstoff wird in die Tube geschossen. Er ist nicht mal eine Sekunde lang an der frischen Luft. Genauso fix muss aber jede Tube auch luftdicht verschlossen werden. Das gilt auch für zu Hause. Immer schön die Tube zudrehen, wenn man fertig ist mit Kleben. Und wir können noch ein Geheimnis lüften, nämlich warum der Uhu-Kleber Uhu heißt. Früher war es üblich, Schreibwarenprodukte nach Vögeln zu benennen. Wie zum Beispiel die Schreibmaschinen von Adler, den Füller von Pelikan, die Pinsel von Marabu, die Stifte von Schwan und auch den Alleskleber von Uhu. Doch es gibt noch eine andere Erklärung. Der Legende nach hört der Erfinder August Fischer beim Wandern eines Tages einen Uhu rufen. Da ihm noch der passende Vogelname für seinen neuen Kleber fehlt, kommt ihm dieser Zufall wie gerufen. So, das waren sie, unsere Geheimnisse über Klebstoff. Mensch, Cosmo, jetzt zeig doch endlich mal, was du da gebastelt hast. Das sieht ja... Tada! Was ist das denn? Das ist mein Heimatplanet Neon 2. Was sind das denn für abgefahrene Farben? Rot, grün und... Was ist das denn? Das da vorne bin ich und das daneben, das bist du. Das da? Ja. Ich finde, du hast dir richtig viel Mühe gegeben. Ich würde auch gerne noch weiter basteln, aber leider ist dieser Kleber alle. Hast du vielleicht noch andere tolle Sachen zum Basteln dabei, für die man keinen Kleber braucht? Lass mich mal kurz überlegen. Warte mal. Ah, ich glaube, ich habe noch was in der Kiste. Warte mal. So. Das noch. Oh, ich habe was. Pass auf. Dafür brauchen wir nämlich gar keinen Kleber. Ah, guck mal. Ja? Na? Na? Ja, das hier, das sind so Holzstäbchen. Daraus, da können wir uns eine explosive Schlange bauen. Aus diesen komischen Stäbchen? Ja, das sieht man jetzt vielleicht im ersten Moment nicht, aber weißt du was? Wir gucken uns dazu einen Film an, okay? Ja. Computer, wir brauchen jetzt den Film über die Kettenreaktionsschlange. Hab ihn gefunden, spiele ihn ab. Das könnt ihr auch gleich. Aus stinknormalen Holzstäbchen eine super schnelle Welle basteln. Dieser Mann zeigt uns, wie man die verrückten Kettenreaktionen aufbaut. Und dann gibt's noch ein Wettrennen zwischen Holzstäbchen und einem PS-Monster. Ist das was? Der Erfinder reist extra aus den USA an, um uns seine Stäbchentechnik zu erklären. Er nennt sich King Kinetic, aber in echt heißt er Tim Ford, ist 49 Jahre alt und studierter Luftfahrttechniker. Hallo Deutschland, ich bin der Kinetic King und ich bin hier, um krasse Stickbombs zu bauen. Stickbombs? Übersetzt heißt das Stabbomben. Bevor sie auseinanderfliegen, sind es aber ganz gewöhnliche Holzstäbchen. Normalerweise braucht sie der Arzt, wenn man sagen muss, um in den Hals zu schauen. 100 Stück gibt's schon für 1,20 Euro in der Apotheke. Aber richtig miteinander verwoben wird daraus eine Welle. Die Technik, die man im Video sieht, habe ich erfunden. Ich nenne sie die Kobra-Welle. Denn wenn sie explodiert, schießt die genauso nach vorne wie der Kopf einer Kobra. Es sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. Um sie zu bauen, dauert es nur 5 Minuten. Das ist also eine Kobra-Welle. Aha. Na ja, dann lass ihn mal zubeißen, ne? Sobald er einen Stab wegnimmt, löst sich nacheinander der Rest. Vorher stehen sie unter Spannung. Beim Wegziehen löst sich die Spannung in Sekundenbruchteilen. Alles fliegt hoch. Also, aufpassen. Wenn du Stickbombs bauen möchtest, brauchst du als erstes eine Schutzbrille. So eine wie diese hier.
Die Glitzersteine sind nicht zwingend. Bei mir sind sie aber dran, weil ich cool bin. Als zweites brauchst du Mundspatel. 15 cm lang und 1,7 cm breit. Drittens eine flache, glatte Oberfläche. Und viertens, was noch hilft, sind schöne, lange Fingernägel. Aber jetzt bitte zum Aufbau. Es geht mit einem X los. Noch ein Stäbchen drauf und mit einem weiteren alles verweben. So muss der Start aussehen. Dann festhalten und weitere X'e anlegen. Drüber, drunter, drüber, drunter. Die fertige Cobra-Welle ist in sich stabil, weil alle Stäbchen gemeinsam unter Spannung stehen. Aber wenn man das vorderste Stäbchen rauszieht... Die Cobra ist ganz nett. Ich habe aber noch eine andere, die Ortho-Welle. Sie hat nicht den Schlangenkopf, ist aber viel schneller. 10 bis 15 Meter pro Sekunde. Los geht's. Und so wird die Welle gebaut. Mit einem E wie Emil geht's los. Ganz wichtig, eine Hand muss die Stäbchenkonstruktion immer nach unten drücken. Rutscht ein Stäbchen vorzeitig raus, dann explodiert die Bombe zu früh. Wer das nachbauen möchte, auf pro7.de Galileo kann man sich die Anleitung anschauen. Feuer frei. Wir fordern den Kinetic King heraus. Wer ist schneller? Seine Stickbombs oder ein brutal schnelles Race Quad? Dafür baut Kinetic King in einer Fabrikhalle eine Stickbomb-Strecke auf. Ich glaube, ich brauche 8 bis 10 Stunden, um die Sticks auf Renndistanz zu verweben. Solange ich keine Fehler mache. Und los geht's. 50 Meter muss er aufbauen. Puh, 10 Stunden später hat Kinetic King unglaubliche 2643 Stäbchen zu einer gewaltigen hölzernen Kettenreaktion verwoben. Schluss mit Basteln. It's race time. Hochmotorisierter Quad gegen Holzstäbchen aus der Apotheke. Wer kommt zuerst ins Ziel? Hohoho, ein ganz knappes Ding. Wer ist erster? Also nochmal aus einer anderen Perspektive. Ah, das Quad gewinnt. Hey, am Anfang habe ich die Welle vor mir gesehen. Und erst auf den letzten 5 Metern habe ich die Sticks eingeholt. Trotzdem, eine super Erfindung. Super wilder Bastelspaß, ganz ohne Kleber. Wir sind fertig. Ja, bist du auch so aufgeregt wie ich? Total. Oh Mann, okay, ich zähle runter, ja? Ja. Okay, also in 3, 2, 1 und... Wow! Das ist ja der Hammer. Wie cool, oder? Und was hast du noch für tolle Sachen in deiner Kiste? Warte, guck mal. Oh. So, also... Guck mal, das hier zum Beispiel, das sind Stoffe. Und was können wir daraus basteln? Naja, also im Prinzip kann man aus Stoffen zum Beispiel Kostüme basteln. Oder wir können auch ganze Kleidungsstücke herstellen. Kleidungsstücke herstellen? Ja. Also auf meinem Planeten kommen wir mit diesen Sachen auf die Welt und die wachsen dann mit uns mit. Okay. Bei uns ist das ein bisschen anders. Weißt du, bei uns ist das Herstellen von Kleidungsstücken sogar ein Beruf. Ja, wir nennen das dann Modedesign. Aber um daraus Kleidung zu machen, muss man bestimmt jahrelang üben. Ja und nein. Also ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man ein bisschen kreativ ist. Dass man irgendwie Lust hat, neue Dinge zu machen und dass man Fantasie hat. Weißt du was? Ich kenne sogar einen 6-Jährigen, der hat es geschafft, sogar jetzt schon eigene Kleidungsstücke herzustellen. Boah. Ja, du weißt, was jetzt kommt, ne? Nee. Ein Film. Nein. Computer, zeig uns doch bitte den Film über den 6-jährigen Modedesigner. Wird gemacht. Film läuft. Klamotten selber nähen ist nicht nur was für Erwachsene.
Das können auch Kinder. Ja, vielleicht nicht so viele, aber Max kann das. Und dabei ist er gerade einmal 6 Jahre alt. Der Mini-Modedesigner Max Alexander Madison hat bereits 1,2 Millionen Follower bei Instagram. Thank you so much, Max. Danke, Max Baby. Es ist fabelhaft, mein 6-jähriges Designer-Schätzchen. Wir besuchen ihn in Amerika. Genauer gesagt in Los Angeles. Hier wohnt der talentierte Modeknirps Max. Willkommen bei mir zu Hause. Max hat auf dem Dachboden der Familie sein eigenes Modeatelier. Willkommen in meinem Studio. Mama Sherry unterstützt Max so gut es geht. Hier ist die erste Schneiderpuppe, mit der er gearbeitet hat. Die habe ich aus Pappe gemacht. Sie hat die Größe seiner Schwester. Darum hat er mich gebeten. Ich hatte ihm die Geschichte von Gianni Versace erzählt, wie er Kleider für seine Schwester machte. Max hat schon jetzt mehr als 100 Kleider entworfen. Mein erstes? Das hier. Das sind alles alte Bänder und Stoffreste von mir. Er hat einfach ein Seil herumgebunden und dann alles daran befestigt. Dann machte er diesen Kragen mit Klettverschluss und bat mich, das Teil hier mit Heißkleber festzumachen. Das Einzige, womit ich ihm geholfen habe. Bald darauf kommen die ersten Bestellungen. Damit er sich nicht fühlt, als würde er arbeiten, erzählen wir ihm aber meist nichts von den Bestellungen. Wenn er dann etwas fertig hat, frage ich ihn, ob er es verkaufen will. Sagt er ja, verkaufen wir es. Manche Stücke von Max hat Cherry mittlerweile für bis zu 1.400 Euro verkauft. Puh, ist mal ein Taschengeld. Huiuiui. In jeder freien Minute setzt sich der 6-Jährige an seinen ganzen Stolz. Seine eigene Nähmaschine. Hier ist der Anschalter. Dann führe ich schwuppdiwupp das Garn hier durch die Maschine. Und dann muss ich es nur noch in die Nadel einfädeln. Max ist bereit für den nächsten Modefummel. Er will etwas für die 6-jährige Cassidy schneidern. Nach ersten Gesprächen ist klar, es soll ein Umhang werden. Dafür braucht er neue Stoffe. Max fährt mit seiner Mama zu seinem Lieblingsstoffladen. Bei dieser Auswahl kommt er immer auf neue Ideen. Und was ihm gefällt, kommt mit. Und dann überlegt er, was er daraus nähen kann. Schau mal, das hier? Yeah! That one? Yeah, yeah. Cassidy wird wunderschön darin aussehen. Ja, denn es hat Blumen drauf. Ich finde, Blumen sehen aus wie buschige Haare. Du meinst, es passt zu Cassidys Haaren? Ja. Sehr schön. Naja, eine eigene Modelinie hat Max natürlich noch nicht. Er designt, was ihm gerade in den Sinn kommt und worauf er Lust hat. Jedes Stück ist also ein Unikat. Nach dem Shoppen ist Max mit Cassidy zum Videocall verabredet. Er will ihr die neuen Stoffe zeigen. Ich habe dieses Pink mit Stern. Gefällt mir gut. Wir fragen später nach, was dabei herausgekommen ist und kriegen dieses Foto. Das ist Cassidys neuer Umhang. Genäht von einem 6-Jährigen. Galaktisch. Oh Mann, Vince, dein Anzug ist klasse. Ein richtiger Weltraumanzug wie meiner. Ich fühle mich schon noch wie so ein richtiger Astronaut. Aber ey, du siehst super aus. Ich sag doch, basteln macht Spaß, oder? Oh, Achtung, Vince! Ein gefährlicher Weltraumsturm nähert sich Gott, dem Planeten! Geht alle in Deckung! Ja. Achtung, Hey, dieses Basteln ist echt super. Das muss ich auf meinem Planeten unbedingt auch einführen. Auf jeden Fall. Und jetzt basteln wir noch was Neues. Los, ich will basteln, ich will basteln. Guck mal, pass mal auf, ich zeig dir mal, was ich hier noch habe. Was ist das denn? Hey, das ist richtig cool zum Basteln. Ja, was denn? Guck mal, was ist das hier? Ha? Weiß nicht. Das sind Klopapierrollen. Bestes Bastelmaterial. Klopapierrollen? Ja. Ihr bastelt mit Sachen, die ihr auf dem Klo habt?
Ja und nein, Herr Kahn. Wir müssen natürlich erstmal anfangen, oder?